ist das nicht ein schöner Tag da draußen? Ich meine, Schreitag. Die Idee zum Schreitag hatte ich schon vor ein paar Monaten, als mir mal so richtig zum Schreien zumute war. Das Verlangen zu schreien habe ich mittlerweile eigentlich nicht mehr. Trotzdem musste ich immer wieder an die Idee des Schreitags denken. Würden sich das andere auch trauen? Ist anderen auch manchmal zum Schreien zumute? Wie könnten dann die Schreivideos ausschauen? Vielleicht könnten sie auch gleichzeitig eine Botschaft oder ein Statement rüberbringen. Was bringt euch zum Schreien? Dazu muss man aber nicht unbedingt in den Wald gehen. Hier mal ein paar Beispiele, was ich mir da so vorgestellt hatte. Vielleicht bringt es euch ja auf die eine oder andere Idee. Tja, und jetzt ist es soweit. Ihr werdet alle von mir getaggt. Ich bin gespannt, wer mitmacht. Es würde mich natürlich freuen, wenn der Tag zumindest ein bisschen Anklang findet. Ich weiß, es ist mal wirklich ein ganz anderer Tag, aber Schüchterne können ja auch zum Beispiel einen Comic zeichnen und dann eine Sprechblase mit einem Uah machen oder sowas in der Art. Ich denke, euch fällt sicher irgendetwas ein. Aber vielleicht seid ihr auch selber gerade in einer Situation, wo euch so wirklich zum Schreien zumute ist. Umso besser. Dann lasst es raus, schreit los und man muss ja auch nicht sagen, warum man schreien will. Also, seid kreativ, macht es lustig oder ernst, das ist ganz euch überlassen und ja, heute ist nicht alle Tage, ich schrei wieder, keine Frage. Scene 1, Apple, take 2. Oh! So, ich habe jetzt gerade das erste Mal ganz laut geschrien und ich habe Angst, dass gleich irgendjemand herkommen wird und ja, irgendjemanden Verletzten suchen wird und mich fragt, ob alles okay ist. Und wenn ich dann sage, na, ich schreie nur laut für ein Video, dann etwas peinlich. Hin und wieder sehe ich halt doch irgendwelche Menschen da hinten herumgehen, mit ihren Hunden spazieren gehen und so. Und einmal noch ganz laut.